Hallo, hier ist Jacques Chevalier von Gabe Gottes. Ich freue mich, dass ich heute wieder für euch da sein darf. Und wir sprechen heute kurz über den Mond, den Vollmond. Ist seit jeher ein Zeichen, einer mit der mächtigsten spirituellen Geschehnisse auf diesem Planeten. Für Mensch, für Tier, für Pflanzen, für alles, was lebt. Es ist die Kraft, die unbändige Kraft und die Schönheit und das Licht, was uns auch nachts den Weg leitet. Manche können nicht schlafen wegen der Kraft, aber das ist nichts Negatives. Das ist eher etwas Ominöses, etwas Tolles. Daher raten wir, gerade bei Vollmondnächten, Rituale und spirituelle Vereinigungen in der Form zu tätigen, weil es einfach viel mehr Macht in sich hält, viel stärker sein kann. Rituale sind seit jeher etwas, wo die Menschheit es annimmt oder es ablehnt oder neutral ist. Für uns Spirituelle sind Rituale etwas Besonderes. Ein Ritual kann sein, dass ich morgens, bevor ich aus dem Haus gehe, vielleicht ein Kreuzzeichen mache. Vielleicht das Glas im Schrank gerade rücke oder die Kaffeemaschine ausmache. Ein Ritual kann sein, dass ich an Liebende denke, an meine Frau, an meine Kinder, an meine Eltern. Alles kann ein Ritual sein. Aber ein Ritual kann auch etwas anderes bedeuten. Ein Ritual kann dazu führen, dir deinen Partner zurückzuholen, wenn du nur dran glaubst und das Ritual gut ausgeführt ist von Menschen, von medialen Menschen, die in der Kraft sind. Ein Ritual kann dazu führen, dass es dir körperlich besser geht, dass dein Blutdruck anders reagiert als sonst. Ein Ritual kann dazu verhelfen, die Sichtweise zu ändern und zu erfahren, was wirklich ist. Ein Ritual kann dazu führen, deine Wohnung zu säubern von schlechter, negativer Energie. Ein Ritual kann dazu führen, dass dein Heuschnupfen vielleicht gelinder, besser wird. Wir, Medien, tätigen Rituale für dich, damit es dir besser geht, damit du zurückfindest. Rituale, die in verschiedenster Form ausgeführt werden. Ein schamanistisches Ritual, wie zum Beispiel das Federritual. Eine Adlerfeder über heißem Feuer und Rauch deinen Namen reinschreiben mit der Feder. Deinen und eventuell deinen oder den deines Herzmenschen. Bis dieser Name stehen bleibt im Rauch, mystisch und spirituell kraftvoll. Die Feder dann in den Rauch tunken, mit ätherischen Ölen das Ganze konservieren, dir zusenden und du führst das Ritual fort, berührst die Feder entlang deines Körpers, nächtigst mit der Feder und schenkst sie dann deinem Geliebten, der dort die Kraft bekommen wäre, die du ihm spüren lassen möchtest. Rituale sind Formen von Hilfe, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Nimm sie an. Lass dich beraten. Schau, was es alles gibt. Und schau vor allem, was es noch nicht gibt und du noch nicht gehört hast, sondern bei uns erlebst. Rituale, die tausende von Jahren alt sind und dir helfen werden, das zu finden, was du möchtest. Nimm es an, die spirituelle Energie, die Kraft hinter jedem der angebotenen Rituale, die mit aller Kraft, Sensibilität und Eigenschaften, die ein Medium haben sollte, ausgeführt wird in deinem Sinne. Schau nach, auch in Zukunft hier auf dem Portal,
was es für Rituale gibt und wie sie dir helfen können. Und wenn du magst, schreib uns auf info@gabegottes.ch oder ruf uns an auf der Linie bei uns im Portal. Such dir deinen Berater, such dir den Menschen, wo du das meiste Vertrauen zu haben kannst und schau nach, was alles möglich ist. Und glaube mir, es ist eine Menge möglich. Alles ist möglich. Du musst dran glauben, es annehmen und den richtigen Berater haben, das richtige Medium. In diesem Sinne, euer Jacques Chevalier.